Hallo und herzlich willkommen auf dem AnimeUnity.eu Server. Es ist schon eine Menge passiert und ich will euch noch mal kurz zeigen, was passiert ist. Ich habe inzwischen einen Weg gebaut. Das hier werde ich demnächst zerstören, da ich es nicht brauche. Die Farm habe ich schon angefangen, innen drin etwas zu zerstören. Und dann haben wir unsere wundervolle Terrasse. Wir jumpen mal kurz hier hoch. Und schauen sie uns von Weitem an. Wundervoll, wundervoll. Wenn uns die mal von innen anguckt, beziehungsweise von außen. Und dann kommen wir zu unserem heutigen Projekt. Schauen wir mal kurz die Terrasse an. Wir haben hier ein paar Sitzmöglichkeiten, ein paar nette Blümchen und unseren Zaubertisch. Der Zaubertisch ist schön in den Boden eingelassen und mit über 15 Büchern, Regalen, ist er jetzt, ja, eingebaut, so dass man hier auf Level 30 verzaubern kann. Wie ihr gerade schon gesehen habt, habe ich mir ein paar Trichter gebaut. Ich habe mir nämlich schon mal die Freiheit genommen und habe meine Sortieranlage vorgebaut. Machen wir jetzt hier zu, bevor der Monster reinkommt. Jumpen hier durch schnell. Ach ja, der geht alleine zu. Und fallen hier runter. Blub. Wie ihr seht, ist hier schon viel passiert. Wir haben hier eine Pipeline gebaut. Die geht bis zum Ende des Kellers fast. Die geht sogar bis zum Ende. So, dann laufen wir mal hier drum herum. Das sind die Redstone-Verbindungen. Viele von euch werden jetzt sagen, ey, das kann nicht funktionieren. Weil die alle miteinander verbunden sind. Komischerweise, doch, es funktioniert. Auf jeden Fall in der Version 1.8 noch. Ich weiß nicht, ob in Zukunft bei der 1.9 das genauso sein wird. Auch mit den Kisten. Weiß ich nicht, ob das dann Zukunft funktioniert, weil die was vergessen, ja. Und zwar, wie funktioniert das System? Ganz einfach. Man baut hier eine Kiste hin, dann so ein T und ein Endblock. Wenn man jetzt, na gut, ich habe jetzt gerade keinen, ne? Hier Redstone verlegt. Hier ein Verstärker und hier oben ein Comparator verlegt und dann ein Trichter in die Kiste schauen lässt. Ein Trichter muss erstmal gegen nichts oder ein Block zeigen und darüber die Pipeline. Dann muss man in den Trichter, der nichts guckt, einfach ein Item reinpacken, was entweder nie reinkommt. Oder ein Item so umbenennen, damit es nie reinkommt. Das hat dann den Grund, dass nur das Item, was vorne ist, aussortiert wird. Ich kann euch noch mal kurz die Redstone-Schaltung zeigen. Und dann haben wir rein theoretisch gesehen ja schon die erste Reihe soweit fertig gebaut hier. So, wir reißen mal den hier ab. Das ist der T. Wie gesagt, hier ein Verstärker, hier ein Comparator. Dann hat man ja das T, weil hier hinter dieser Kiste ist, mal sehen, ja, sind die Redstone Torches versteckt. Denn wie gesagt, wird das alles mit Redstone verbunden. Komplett.
Und dann weiß es eigentlich schon die Aufgabe. Die Aufgabe heißt, sortiere das Item aus, was an erster Stelle steht. War dann mal ein bisschen farmen. Und hab mir gedacht, so, die Reihe machen wir mal mit euch fertig. Ihr könnt übrigens auch Sand zum Aussortieren nehmen. Mal gucken, ob ich noch was habe, was ich jetzt zum Aussortieren nehmen kann. So, jumpen wir mal schnell nach oben. Mit viel Glück habe ich hier noch irgendwo Bruchstein. Also wir können auch Bruchstein nehmen und das als umbenennen. In, ja, weiß der Fuchs. Was haben wir denn hier noch? Grundstein. Grundstein wird definitiv zur Aussortierung benutzt. Weil wir halt für jeden Wort Grundstein erhalten. Und ich ab und zu auch mal Sachen mit Grundstein sichere. Sodass kein anderer User reinkommt. Zum Beispiel habe ich meine Farm so gemacht. Da ist halt ein Spawner hinter. Ich hab mir gedacht, gut. Der Spawner soll auch am Leben bleiben. Den brauche ich zum XP sammeln. Und dementsprechend habe ich dann das Ding, ganze Ding ausgebaut. Also umrandet, oben, unten, überall. Mit Grundstein. Kommt keiner rein. Außer Owner, Admins. Ja, und die haben ja nun im Defekt überhaupt kein Interesse, mit dem Ding zu zerstören. Ne? So, das war glaube ich schon. Mehr Grundsteine haben wir nicht. Hier, das sind übrigens die. Das sind übrigens K-Votes. Jedes Mal, wenn man voten geht, kriegt man ein K. Also von jedem einen Ultra-Voice. Ja. Dann gibt es Dias fürs Worten, Voten und Nether Stars. Nether Sterne. Der Vorteil ist, bei dem Ultra Race hat man die Möglichkeit auch Nether Sterne zu gewinnen. So, fangen wir mal an. Und nenne das Ding um auf F. F. Also, es gibt ja kein Item, was F heißt. Ich hoffe, wird auch in Zukunft keins geben. So, hier wo es leuchtet, habe ich natürlich schon gesagt, das F und das Ding, was darin kommt. Normalerweise würden die jetzt durchfallen. Mache ich nochmal eine Markierung hier hin. Hier habe ich halt noch nichts drin, was aussortiert werden soll. Ja, also, hat sie das hoffentlich oben drin gemacht. Okay, hier stimmt auch was nicht. Wollen wir nochmal gucken. Unten. So. Wollte ich doch gerade an der falschen Stelle packen. Ein bleibt immer frei. Aus dem Grund, weil da wird das Item reinkommen, was sortiert werden soll. Eigentlich nimmt man immer dasselbe Item, zu sagen, hey, sortiere dich mal aus. Allerdings wird es, glaube ich, ein bisschen knapp bei mir. No.
halt 4 Stück rennen. Um die Plätze zu belegen und ein Redstone-Signal auszugeben. Es wird halt dann jedes Mal überprüft, ist es halt denn das Item, was da drin kommt, oder ist es halt nicht das Item. Es wird immer das Item gesucht, was an erster Stelle ist. Ja, das dachte ich mir. Ich habe zu wenig Grundsteine. Das kann ja mal schnell gucken gehen. Ob ich, wo könnte ich noch Grundsteine haben? Hier nicht. Noch 10 Grundsteine. Die werden natürlich jetzt nicht zu den dreien hinzugefügt. Weil die drei halt F heißen und nicht mehr Grundstein. Ui, na, seid aber schon mal nachts. Da wollen wir mal wieder ein paar XPs. So, F. Kann man die auch zusammentun, weil das ist halt F. So, haben wir hier noch Grundstein versteckt? Nein, haben wir nicht, aber wir könnten im Endeffekt auch Meterstein nehmen. Genau, eine Kiste hier hinten. Scheint überall mal eine Kiste zu stehen. So. Wird halt wieder mal eine etwas längere Folge. Nein, haben wir auch nicht. Ja, mein Pferd, dir geht's gut. Was ist denn hier passiert? Wo ist hier was angepflanzt? Wo sind denn meine Villager hin? Ein, zwei, drei, vier, sechs, sieben. Ja, schön, dass ihr euch lieb habt. Ihr sollt euch vermehren. Ich brauche euch für eine Eisenfarm. Gut, warum fehlt denn da was? Möchte ich glaube ich jetzt gar nicht wissen. Creeper scheint da nicht explodiert zu sein. Mein Pferdchen geht gut, sie kriegt bald einen Stall. Gut, dann pushen wir mal schnell zur Farm. Da wartet noch ein Pferdchen, um gezähmt zu werden. Dauert auch noch eine Weile. Ist gut möglich, dass vorher irgendjemand holt. Das meine ich übrigens. Das ist halt eine ganze Umrandung, egal wo man hier hinkommen würde. Hier ist alles dicht gemacht damit. Bis unten hin. Um halt den Spawner zu schützen. Grundstein und noch ein Grundstein. So. Muss ich auch mal wieder reparieren. Den Zugang aber muss nicht jetzt sein. So. Jumpen wir mal schnell nach Hause. Ich will den Sack auch ab.
hier hin. Und aus diesem Grundstein machen wir wieder F für Filter. Passt natürlich dann wieder rein. Jo. Ja. Absolut wichtig. Ich muss übrigens nochmal unbedingt eine Treppe bauen. So. Jetzt hier nach hinten. Da waren wir noch nicht. Und da sortieren wir halt wieder 4 Stück ein. Das Item, was da reinkommt, entscheide ich dann halt ein bisschen später. Am Anfang habe ich halt nur ein paar Items schon reingepackt, um zu sehen, ob das so funktioniert. Auch halt mit der Redstone-Leitung, wenn die mal zusammengebackt ist. Weil normalerweise sollte die Redstone-Leitung nicht zusammengebackt sein, damit sie zusammen keinen Kontakt gibt. Weil da die Items hier automatisch sortiert werden. Sprich immer nacheinander. Gibt es halt auch keinen Kontakt. Also, oder kein Codeschluss, wenn man mal so rum. Na, reichen die überhaupt? Ich glaube nicht, ich glaube, ich muss doch noch irgendwas anderes nehmen. Oder bis morgen warten. Immer schön drin. So, am Ende macht man normalerweise so eine, nennt man Müllkiste für die Items, die halt in der Kiste landen und noch nicht aussortiert werden. Das spare ich mir mal. Ich sag mir nicht, das hapert hier fast. Mist. Okay. Halb so schlimm. So, jetzt jumpen wir mal zurück. Wozu jump ich überhaupt noch? Geht ja kürzer. So. Hier hinten in der Ecke ist in dem Fall jetzt ein Trichter, der mir meine Sachen aussortieren soll. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Hab ich Stone Boom? Machen jetzt mal kaputt. Das, was jetzt übrigens verschwindet, verschwindet in den Trichter und verstopft die Leitung gleich am Ende. Eigentlich. So, das. Ich hab so viel Bögen durch meine Arme, dass ich mir ja nicht helfen kann. Ja, die Truhen gehen übrigens nur nebeneinander, weil das im Wechsel ist, Redstone und normale Truhen. Gucken wir mal, leer, können wir eine Truhe hinnehmen. Ja, vielleicht die Truhen, ja. Gestellt. Bin ich doch auch wieder. So, und jetzt können wir nämlich die Truhe nehmen. Und also einsacken. Ein paar stundenlang Eisenfarben, um die ganzen Trichter zusammenzubauen. Normalerweise fängt man erst so eine Sortieranlage zu bauen, wenn man auch eine Eisenfarm besitzt. Aber da meine Villager sich nicht vermehren wollen, muss ich Eisenfarm gehen. Gut. Zum Minecraft. Da farmt man gerne mal. So. Jetzt können wir die Truhe hier zerstören.
nach unten jumpen oder wieder nach oben. In dem Fall heißt es erstmal nach oben. Und ich stelle mal hier in der Ecke eine Truhe hin. Weil so schön ist eine Doppeltruhe. Freut man sich. So. Jetzt gucken wir mal. Wir haben Ziegelsteine und Cobblestone. Sehen wir nach unten? Da haben wir. Hier haben wir Obsidian. Hier haben wir Sand. Hier haben wir Bruchstein als Cobblestone. Hier haben wir dieses Absinth. Jetzt gehen wir mal eins weiter. Da haben wir jetzt Pfeile drin. Ich denke, es sind jetzt Pfeile drin, aber gut. Dann machen wir jetzt mal die drin. Die haben wir schon. Ja, jetzt zeige ich das ganze System durcheinander gebracht. Jetzt fängt er nämlich an, das unten reinzuschmeißen. Also müssen wir mal zurücklaufen. Aber um es euch zu zeigen, ich meine, lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, das ist das Bausystem. Und dann hat man halt das drin, was aussortiert werden sollte. Mal gucken. Ja, hier haben wir schon. Hier. FF. So. Irgendwie 2F verloren hier. Das ist nichts. Sie ist gerade irgendwas schief gelaufen. So. Da fängt es her. Das nächste. Diese. Und hier werden halt die Pfeife aussortiert. So. Man muss sich halt auch merken, was ist bereits schon sortiert und was fehlt noch. Ansonsten passiert es halt, dass Kisten leer sind. Will man ja auch nicht haben. So. Den Bögen drin. Die wollen im Nachhinein abbauen. Beziehungsweise dann müssen wir zum Verschönern machen. Vielleicht haben wir Schneebälle. Und da werden Schneebälle aussortiert. Hier haben wir jetzt nichts, machen wir Bögen drin. Aber Bögen hatten wir doch gerade schon. Seite. Warum wir den denn gleich rausgeschmissen? Sollte so nicht sein, die haben wir auch schon. Dann nehmen wir einfach mal Kisten. Bögen raus. Jetzt sagen wir, hier sollen Kisten aussortiert werden. Okay, Bögen kann man nicht aussortieren. Dann gehen wir hier hin und sagen, hey, ich hätte gern Eichenholzbretter. Die werden dann hier aussortiert. Dann haben wir hier noch Platz. Da können wir sagen, wir hätten gerne Potions der Stärke. Okay, die kann man auch nicht in die Sortieranlage werfen. Funktioniert auch nicht. Zucker. Zucker geht wieder. So. Ich weiß gar nicht, ob man umsetzen kann. Aber jetzt mal nach oben. Ich zeige euch, dass das funktioniert. Und sage mal, Bruchstein, Bruchstein, das raus. Bruchstein, Stein, Stein,
Stein alle, was man so braucht. Petro. Alles so rin. So, tut weg, tut weg. Tut weg. Tut auch weg. Dann siehst du halt, dass hier alles aussortiert wird. Zucker kann auch raus. Schwarzpulver kann auch sortieren lassen. In dem Fall mache ich jetzt erstmal, wo genau weiß, jetzt habe ich drin. Um halt meine Sortieranlage nicht zu verstopfen. So. Immer schön rindern. So, jetzt arbeitet sich das halt langsam alle drunter. Und hier können wir nochmal runter gehen. So. Der Vorteil ist, die kann man so groß machen, wie man will. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich mache noch einen Trichter unten ran und lasse es nochmal nach unten sausen. Erde. Hier sollte sich das jetzt eigentlich vermehren. Irgendwie tut das jetzt gerade nicht. Ich hätte da gerade was anderes am Wickel. Aber wie gesagt, ich habe das getestet, das funktioniert auf jeden Fall. Dann kann man auch hier oben mal nachgucken und sagen, ach, das läuft gerade durch. Dann guckt man halt nochmal schnell. Da seht ihr das. Und hier sehen wir unten und die Kiste füllt sich eigentlich. Na gut. Wenn ich die Kiste aufmache, ist da mehr drin. Es sei denn, es kommt gerade wieder nichts mehr. Mal hier gucken und sagen, hey, was kommt denn jetzt? Oder man guckt halt ganz oben nach und sagt, es gibt Steine. Muss man halt wissen, wo liegen die Steine drin. Wie oben Steine? Am besten man macht Schilder oder Bilder ran. Und dann irgendwo habe ich ein Problem und habe keine Steine gemacht. Super. Das Problem ist nämlich, dass jetzt die Steine irgendwo anders hin kommen, nämlich da, wo sie nicht hin sollen. Spätestens immer noch Steine. Warum kommt eigentlich nichts mehr? Ah, Truhen. Die hängt aber auch noch so. Also entweder sortieren sie irgendwo in so ein leeren Ding ein oder die bleiben hier hinten hängen. Theoretisch gesehen sieht man da, wo das Signal ist. Müsste sortiert werden gerade. Und hier sieht man halt, wie das Redstone arbeitet. Genau. Da, wo dann auch geblinkt hat, im Endeffekt, da wurde sortiert. Alles klar, jetzt wisst ihr, wie das funktioniert, wie man das aufbaut. Ich baue da natürlich noch ein paar Stündchen fertig. Bis jedes Item, was ich habe, einen Platz hat. Und dann werde ich das verschönern und werde ich euch das zeigen. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao.